Wenn Sie Bauunternehmer oder Inhaber eines Ingenieurbüros sind und nach neuen Mitarbeitern Ausschau halten, dann haben Sie einen ganz großen Konkurrenten, und zwar nicht den Unternehmer von nebenan, sondern die Industrie. Warum das so ist und was Sie dabei beachten sollten, zeige ich Ihnen gleich in diesem Video. Deshalb bleiben Sie dran. Sie suchen Bauleiter, Ingenieure, Fachkräfte aller Art und denken, okay, mein Konkurrent ist vielleicht der Betrieb von nebenan oder keine Ahnung, Strabag, Hochtief, die Großen. Das ist einerseits richtig, aber andererseits auch die stationäre Industrie ist ein großer Konkurrent. Auch die suchen händeringend Ingenieure und die greifen auch alles ab, was nur das I vorne im Namen hat oder irgendwo auch schon mal als Monteur gearbeitet hat. In der Produktion brauchen die solche Leute, auch Zulieferer, Firmen für die Bauindustrie brauchen Leute, und der Fachkräftemangel wird immer extremer, der demografische Wandel immer härter, Einwanderung wird nicht so gefördert, wie es eigentlich müsste, damit wir genug Leute haben. Wie auch immer, die Konkurrenz sind nicht nur andere Baubetriebe, sondern heutzutage vor allem die Industrie. Und der große oder das ganz große Problem, was wir als Firmen haben oder Bauunternehmer haben, ist, wir haben eine Sache nicht, die die Industrie hat, nämlich wir haben kaum eine anständige Arbeitskultur. Was heißt das genau, Arbeitskultur? Können Sie sich vielleicht nichts darunter vorstellen. Das heißt, wir achten nicht, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen und wie die miteinander umgehen. Das wird auf Baustellen kaum beachtet. Da wird einfach nur, hier hast du Beton, hier hast du Stahl, hier hast du Steine, mach. Und wie die Leute miteinander harmonieren, wie der Chef mit den Leuten spricht, was für ein Druck auf die einzelnen Leute ausgeübt wird, das wird überhaupt nicht beachtet. Da kümmert sich keiner drum. Das ist heutzutage wirklich ein großes Problem, wie die Leute miteinander reden, wie heutzutage so eine Art Firmenkultur beschaffen ist. Und da muss man wirklich ansetzen. In meinen 25 Jahren als Bauingenieur habe ich es immer wieder erlebt, dass ohne Ende Druck ausgeübt wird wegen Terminen, wegen Fertigstellungsfristen, wegen Kosten, und das alles auf dem Rücken der Mitarbeiter. Und da kümmert sich niemand drum, wie man sowas besser kommunizieren kann, wie man die Mitarbeiter mehr einbinden kann in die ganze Firmenkultur. Und das machen halt Industrieunternehmen viel, viel besser als wir. Die kümmern sich darum, dass ein Team gut aufgestellt wird. Die haben dort ohne Ende Fortbildungsprogramme, wie Teams miteinander kommunizieren, wie Chefs auch gegenüber ihren Mitarbeitern zu kommunizieren haben und nicht, wie wir es von der Baustelle gewohnt sind, mit mach jetzt mal, muss fertig werden, keine Zeit, frag nicht. Na, das sind ja so die Sachen, die wir gewohnt sind. Aber das ist ein Problem und da muss man sich heutzutage drum kümmern. Also in Ingenieurbüros ist es teilweise schon angekommen, obwohl da auch noch viel, viel Potenzial ist, wie man besser miteinander umgehen kann. Ich habe auch schon den einen oder anderen Bewerber in Ingenieurbüros gebracht, wo nachher die Firmenkultur nicht so gut war, wo halt der Neue nicht integriert wurde, wo es keine richtige Einarbeitung gab, wo die Chefs schon einfach nur gesagt haben, das und das muss fertig werden, wie du das machst, ist mir egal. Und da gibt es halt kaum Hilfestellung. Und in der Industrie ist das anders. Dort kriegen die Leute Hilfestellung, dort werden sie angeleitet, dort kriegen sie ein richtiges Onboarding bei der Neueinstellung. Und da haben wir ohne Ende Bedarf, da was zu machen. Ne? Deshalb gucken Sie sich Ihre Firmenkultur auch mal an. Nicht nur die Zahlungen, die einheitlichen Klamotten, das ist auch alles wichtig. Aber noch viel wichtiger ist wirklich, wie gehen Ihre Führungskräfte mit den Mitarbeitern um? Wie gehen die Mitarbeiter untereinander um? Was haben Sie für eine Firmenkultur auf den Baustellen oder im Büro? Ne, ist da wirklich eine offene Kommunikation? Kann jeder mit Problemen zu Ihnen kommen oder zu seinen direkten Chefs? Gucken Sie sich das an. Nehmen Sie es ernst, und wenn Sie da was sehen, was Sie ändern wollen oder können oder generell was die Standards sind, die heutzutage wichtig sind, melden Sie sich bei mir. Unter diesem Video finden Sie einen Link zu meiner Webseite www.miosic-consulting.de. Ich gebe Ihnen kostenlos Tipps, was Sie alles machen können, und wenn Sie wollen, unterstütze ich Sie natürlich dabei, damit wieder mehr Bewerber zu Ihnen kommen und nicht zur Industrie oder eben zu nur großen Baufirmen, die das vielleicht schon teilweise etabliert haben. Aber es kann jeder. Von einer 10-Mann-Bude bis zum 5.000-Mann-Betrieb kann jeder seine Firmenkultur verbessern.
im Baubereich, da ist vieles möglich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, Ihr Marco Miosic. Ciao.